Einen wunderschönen Sonntagmorgen, der 19. November. Mein Name ganz einfach Roland. Seniorchef, Mädchen für alles in unserem kleinen Familienhotel Maritim Playa auf Gran Canaria in Playa de Ingles, im Herzen Europas größter touristischen Ansammlung. Und wie jede Woche Sonntag erzähle ich euch einiges über Spanien, unsere Heimat, die wir gewählt haben, als wir ausgewandert sind, über Gran Canaria, über unser Hotel, über Playa de Ingles, unsere Ortschaft. Alles, was so wichtig ist, interessant sein könnte, zum Schmunzeln anregen, zum Nachdenken. Und jetzt seid gespannt, was ich diese Woche für euch alles an Neuigkeiten zusammengetragen habe. Womit fangen wir zuerst an? Die Weihnachtszeit, noch 5 Tage und unser Weihnachtsmarkt beginnt am kommenden Freitag. Wir befinden uns hier in unserem Steakhaus El Rancho, direkt vor dem Hotel Maritim Playa. Und auch heute hier geht die Dekoration los. Es muss alles winterlich und vor allem weihnachtlich geschmückt sein. Mein Kameramann ist seit heute Morgen schon dabei, sprich meine Frau, das Steakhaus El Rancho in eine wunderschöne Weihnachtslandschaft zu verzaubern. Ja, unsere erste Nachricht bewegend oder betreffend den Fußball. Wir hatten schon mal in den letzten Monaten erwähnt, einer ganz berühmter spanischer Fußballer vom FC Barcelona. Er kommt aus Brasilien, Dani Alves, Nationalspieler, einer der Hochkaräter im spanischen Fußball überhaupt. Er sitzt seit 30. Dezember letzten Jahres in Untersuchungshaft. Der Herr hat Silvester feiern wollen und hat dabei ein Mädel angeblich vergewaltigt. Zuerst seine Ausrede, er kennt das Mädel nicht, dann er hat nichts mit ihr gehabt. Nachdem die Fotoauswertungen der Kameras in der Diskothek betrachtet wurden, sah man, dass die zwei auf Toilette sind, auf dieselbe Toilette. Ja, und dann kam es zur angeblichen Vergewaltigung. Und die Spanier kennen da überhaupt kein Mitleid. Dieser Herr, millionenschwer, Nationalspieler, Brasilianer, sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Und er wird auch nicht freikommen aus der Untersuchungshaft. Denn Spanien und Brasilien haben kein Auslieferungsabkommen. So hat die Richterin beschlossen, nach 5-6 Versionen von Nicht-Kennen bis ja sexuellen Kontakt gehabt zu haben, ist er in Untersuchungshaft und ihm drohen, hört gut zu, bis zu 14 Jahre Haft. Ja, die Spanier verstehen in Vergewaltigung überhaupt keinen Spaß. Auch einige Deutsche, die noch auf Mallorca sitzen seit den Sommerferien, Jungs, die es einfach nur mal bunt treiben wollten und da über die Stränge geschlagen sind, sitzen noch in Untersuchungshaft. Jetzt ist rausgekommen, der Prozess gegen Dani Alves, den Fußballer, soll in den nächsten Monaten beginnen. Das heißt, es kann auch sich hier noch um 5-6 Monate hinziehen und dann die Strafe, die er sofort antreten muss. Erdbeben auf den Kanarischen Inseln. Auf El Hierro gab es letzte Woche ein Erdbeben von der Größe 3,5 auf der Richterskala. Ja, es hat etwas gewackelt. Keinerlei Schäden, keinerlei menschliche Verluste oder Beschädigungen. Wir sind nun mal vulkanischen Ursprungs. Wir hatten erst vor 1-2 Jahren den Vulkanausbruch auf La Palma gehabt. El Hierro auch sehr aktiv. Lanzarote, Teneriffa sehr aktiv, zwischen den Inseln Gran Canaria und Teneriffa ein riesen unterseeischer Vulkan. Wir haben immer Schwärme von Erdbeben, mit denen wir einfach leben müssen. Und die Wissenschaftler beruhigen hier alle Bevölkerung und sagen, keine Angst, es sind keine Explosivvulkane. Es kann hier und da wie auf La Palma zu einem Ausbruch kommen, aber ohne irgendwelche menschlichen Schäden davonzutragen. Und dass die Erde bebt, dass die Erdplatten sich mal verschieben und es ein klein bisschen rumpelt, gehört einfach zum Leben hier auf den Kanarischen Inseln.
Kommen wir zum Wetter auf den Kanaren. Ja, dieses Wetter, jetzt sind es fast 50 Jahre, 48,5 Jahre, die ich hier auf den Kanaren auf Gran Canaria wohne. Und von Jahr zu Jahr hat sich das Wetter verschlechtert. Für uns verschlechtert, für euch, die ihr Urlaub bei uns macht, natürlich verbessert. Hitzewellen eine nach der anderen. Wann war schon einmal, dass wir Mitte November Temperaturen von weit über 30 Grad hatten? Können wir uns überhaupt nicht daran erinnern. Der Regen fehlt. Die Feuchtigkeit auf der Insel sind um über 20% niedriger als in den letzten Jahren. Auch dieses Jahr selber von der Hitze aus eines der überhaupt am wärmsten registrierten Jahre seit Aufzeichnungen der Wetterprognosen. Ja, also wer da schon sagt, es gibt keine umweltbedingte Wetterveränderung, soll hier auf die Kanaren kommen. Wir haben jetzt noch heute am Sonntag auch 30 Grad über die Mittagszeit. Herrlich für unsere Besucher, sehr, sehr anstrengend für die, die wir hier wohnen und uns nach jedem Tropfen Regen, nach jedem Tag, der die Temperatur etwas unter 20 Grad drückt, sehnen. Aber die Insel des ewigen Frühlings. Wir kommen zu den Wirtschaftsdaten im Monat Oktober. Die Inflationsrate auf den Kanarischen Inseln ist gleich geblieben. 4,3% Inflationsrate im Oktober. Aber ich sage euch, es ist Augenwischerei. Denn auf der einen Seite Lebensmittel, etwas, was wir tagtäglich brauchen, Essen, Trinken und dergleichen, hat eine Preissteigerung von 9,5% ausgemacht. Schuhe, Fernsehapparaten, Waschmaschinen, so Sachen, Luxusartikel oder Artikel, die auch in die Inflationsrate einfließen, wir aber nicht jeden Tag brauchen. Ich brauche nicht jeden Tag eine frische Bettdecke oder nicht jeden Tag ein frisches Auto. Die sind teilweise gesunken oder vor allem beeinflussen die Inflationsrate, damit sie nicht nach oben steigt. Es wird hier auch gedruckst wie noch etwas. Man geht nicht davon aus, dass die Inflationsrate weiter nach unten geht. Und gerade die Lebensmittel, etwas absolut Wichtiges hier für unsere Inseln. Im Tourismus, in den Hotels, in den Restaurants, in den kleinen Bars, Kneipen, Cafés und dergleichen. Alle brauchen Lebensmittel, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Deswegen mein kleiner Appell. Bitte habt Nachsicht mit den Kollegen, die Restaurants, Kneipen und Gastronomie haben. Sie haben einen sehr, sehr schweren Stand. Die Lebensmittelkosten steigen ins Unermessliche. Und die Zeit, dass man sagt, wir fahren auf die Kanarischen Inseln, dort zahlen wir für den Restaurantbesuch nur ungefähr ein Drittel oder die Hälfte, was wir in Deutschland, in Europa bezahlen, diese Zeiten sind vorbei. Und wie heute aus den Nachrichten zu ersehen sind, Deutschland wird auch teurer. Denn die Mehrwertsteuer für Gastronomie, Restaurants wird wieder auf 19% angehoben. Ja, die Herrschaften, die das zu verantworten haben, haben einen großen Vorteil. Sie zahlen ihre Restaurantsrechnungen nicht alleine. Das geht als Unkosten- und Spesenrechnung in ihre Diäten ein. Wir hier müssen da kämpfen und wir finden es immer wieder toll, wenn Gäste wirklich Verständnis dafür haben, sagen, okay, ihr seid auf den Inseln. Alles muss hier importiert werden. Sei es Bier, sei es Wein, sei es Lebensmittel. Dass da höhere Kosten auf euch zukommen, ist absolut verständlich. Danke für dieses Entgegenkommen und vor allem für das Nachdenken dieser Problematik. Nachrichten unseres Inselvereins Union Deportivo Las Palmas. Pio Pio. Unser Mannschaftskapitän Jonathan Viera. Er hat vor Wochen sich verabschiedet. Er wollte unbedingt in die Arabischen Emirate spielen. Ist auch dahin geflogen. Jetzt schon seit 4 Wochen nicht mehr bei der Mannschaft. Und scheinbar hat es dann doch nicht so geklappt da. Also er war nicht der Stern, den die Araber suchen für ihre Fußballzusammenkäufe in Saudi-Arabien, Kuwait, Katar. Er ist also wieder zurückgekommen nach Hause. Und der Trainer, was auch logisch ist und was viele unterstützen, zählt nicht mehr auf seinen Mitspielen. Er trainiert mit der Mannschaft,
kommt ihr doch weder in die Aufstellung rein, noch wird ihr überhaupt für die Spiele berufen. Und die Erfahrung hat gezeigt, die letzten Spiele, die Las Palmas ohne seinen Star, ohne seinen Spielführer, ohne seinen wirklich erfahrensten Fußballer gemacht hat, hatten tolle Ergebnisse. Wir haben Atletico Madrid geschlagen. Wir haben in Osasuna ein Unentschieden erkämpft. Also wirklich tolle Spiele. Das nächste Spiel gegen Getafe, auch da wird Jonathan Vieira nicht auf der Bank sitzen. Er wird sich das Spiel wahrscheinlich zu Hause am Fernseher angucken. Reisende soll man nicht aufhalten. Und wer das ganze Jahr über auf sein Herz schlägt und sagt, Union Deportivo Las Palmas, meine Heimat, aber wenn es dann heißt, Dollars, Euros oder dergleichen, Millionenbeträge, dann plötzlich ist das Herz nicht mehr das Wichtigste, sondern das Portemonnaie. Dann soll er auch dorthin gehen, die ihn abgeworben haben und im Endeffekt dann nicht für gut genug befanden, dort zu spielen. Wir spielen ohne Jonathan Vieira und wir bleiben ohne Jonathan Vieira in der ersten Liga. Wir kommen zu unserem Wochenprogramm im Hotel Maritim Playa. Ja, es geht jetzt wirklich los. Montagabend wie immer, Bingo, Bingo, 20.30 Uhr auf unserer Poolterrasse im Freien oder auch in unserer Hotelbar. Donnerstag haben wir dann ab 17.30 Uhr Aloe Vera mit Christel. Sie erzählt alles über die Wunderpflanze der Kanaren, über die Anwendung der Gels, der Cremes, was aus Aloe Vera hier hergestellt wird. Freitag ab 16 Uhr geht es dann los, das Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag, 16 bis 22 Uhr. Die letzte Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes. Wir bedanken uns für 15 Jahre Treue. Wir haben es mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht, aber irgendwann müssen wir dem Alter Zoll rechnen. Und dieses Jahr haben wir nochmal alles in die Waagschale geworfen für unseren letzten 12 Tage Weihnachtsmarkt im Hotel Maritim Playa. Die Traumwelt, die Weihnachtstraumwelt mit Tausenden von Lichtern. Unser Kaninchengehege, jeden Abend 20 Uhr der Nikolaus zu Besuch. Sei es Bratwurst, Gulaschsuppe, Spießbratenbrötchen, Reibekuchen, sei es frische Waffeln, Krebs oder dergleichen. Und natürlich unseren heißgeliebten Glühwein. Auch den kann man bei 20 Grad Außentemperatur bestens genießen. Ab 16 Uhr auf unserer Poolterrasse rund um den Pool im Maritim Playa. Der letzte Weihnachtsmarkt beginnt Freitag, Samstag, Sonntag. 4 Wochenende bis zum 3. Advent. Der 4. Advent ist schon wieder zum Abbauen vorgemerkt. Flughafenrekord auf den Kanarischen Inseln. Von Januar bis Oktober über 40 Millionen Passagiere. Nicht 40 Millionen Touristen als Besucher. Nein, hier wird mitgezählt. Selbstverständlich alle, die als Urlauber unsere Insel besuchen, unsere Inseln. Alle, die vom spanischen Festland hier auf die Kanaren fliegen. Und natürlich auch alle, die innerhalb der Inseln von einer Insel zur anderen mit dem Flugzeug unterwegs sind. Über 40 Millionen Passagiere haben die kanarischen Flughäfen von Januar bis Oktober verzeichnet. Eine historische Zahl, die noch nie in der Geschichte in dieser Höhe erreicht wurde. Das nächste große Thema, die Nachrichten. Sie sind quer durch Europa gegangen. Spanien hat endlich eine neue alte Regierung. Pedro Sanchez hat es wirklich geschafft, 6 Splitterparteien zu vereinen. Von links bis ultralinks. Von Demokraten bis hin zu Separatisten. Alle hat er unter einen Mantel. Er hat die Hose runtergezogen, er hat Versprechungen gegeben. Er hat Spanien an den Rand der Auflösung getrieben. Wichtigster Punkt waren die Katalanen. Sie möchten gerne eine neuere Abstimmung haben über die Unabhängigkeit eines einzelnen, eines individuellen Staates Katalonien. Ja, er hat ihnen dieses zugestanden. Auch die verurteilten Separatisten, die sich zum Großteil im Exil befanden, Herr Puigdemont in Brüssel, dürfen wieder einreisen, straffrei. Alle Verurteilungen werden aufgehoben. Es gibt eine generelle Amnestie.
Und Katalonien wird mit Sicherheit, wenn dieser Weg fortgeführt wird, als eigenes Land bestehen möchten. Des Weiteren haben schon angemeldet die baskischen Unabhängigkeitsparteien. Auch sie haben für Pedro Sanchez als Regierungschef gestimmt. Und die Basken werden auch ein unabhängiges Baskenland ausrufen wollen. Spanien steht vor dem Scheideweg als einheitliches Land. Wir haben es gesehen in Jugoslawien. Da haben wir plötzlich aus einem Land, aus einer Republik, 10 kleine Teilstaaten bekommen, die im Endeffekt nicht einer überlebensfähig sind. Und das steht Spanien schlimmstenfalls auch bevor. Die ultralinke Partei von Sumat hat ebenfalls für Pedro Sanchez gestimmt. Dort wird wahrscheinlich die Vizekanzlerin herkommen, Yolanda Díaz. Ja, eine Politikerin, die noch nie im Leben irgendwas selbst entscheiden oder verantworten musste. Und das erste Wunsch, die erste Vorlage, die sie hat, den Mindestlohn für Arbeitslose auf 1.800 Euro netto bei 14 Monatsgehältern im Jahr festzusetzen. Des Weiteren möchte sie sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel für nicht arbeitende Personen, Personen, die keine Arbeit haben, kostenlos gestalten. Und der, der arbeitet, der soll bezahlen. Wer will denn dann noch arbeiten? Wenn wir in Spanien heute bei uns in der Gastronomie einen Mindestlohn für einen, sagen wir mal, Tellerspüler, die unterste Kategorie der Lohnskala, von 1.450 Euro netto haben. Und wegen 300 Euro soll ich morgens aufstehen, 8 Stunden Teller spülen und dann müde nach Hause gehen. Da bleibe ich lieber gleich zu Hause. Helfe am Wochenende dem einen oder anderen Kumpel schwarz mal in seiner Kneipe aus und habe ein Leben wie im Paradies. Das ist der Weg, den Spanien uns vorzeichnet. Deutschland hat es uns gelehrt. Und hier ziehen wir hinterher. Jedoch, wie lange diese Koalition aus 6 so unterschiedlich extremen Parteien für Pedro Sanchez zusammenhält, ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass er 4 Jahre an einem Stück durchhält. Und vor allem die andere Frage, woher soll das ganze Geld kommen? Spanien hat jetzt schon einen Kostenfaktor, der 120% seines Bruttoinlandsproduktes ist. Und irgendjemand muss ja mal die Schulden bezahlen. Wir kommen noch mal zu was Heiteren oder was mir wesentlich besser gefällt als die Politik. Fußball! Denn am 1. Dezember um 20 Uhr spielt Union Deportivo Las Palmas gegen Getafe hier in unserem Stadion de Gran Canaria. Abfahrt von der Rezeption bei uns 18 Uhr. Wollt der eine oder andere noch mitfahren? Bitte, wir haben Buchungsschluss am Dienstag. Bis Dienstag muss Bescheid gesagt werden, muss die Karte bezahlt sein, damit wir sie abholen können. Wir fahren mit einem großen 50er-Bus nach Las Palmas bis direkt zum Stadion. Ich fahre mit, erzähle euch allerlei Wissenswerte und Anekdoten über unseren Herzensverein. Und wir haben mit Sicherheit, und ich hoffe es, viel Glück, gewinnen gegen Getafe und haben einen wunderschönen Abend im ausgebuchten, mit 32.500 Besuchern vollbesetzten Stadion de Gran Canaria. Eine Nachricht über die Schiffsverbindungen von hier zum spanischen Festland. Wir haben 2 Schiffskompanien, die spanischen Festland mit den Kanaren verbinden, in Form von Fähren, Autofähren. Ja, bei einer ist es dumm gelaufen. Ein Ehepaar aus Lanzarote fuhr mit Naviera Amas von Lanzarote nach Cádiz, haben auf dem Festland ihren Urlaub verbracht, 2 Personen und ihr Auto. Es ging alles absolut reibungslos. Jetzt wollten sie zurück auf die Insel. Und siehe da, Naviera Amas hat sie nicht mitgenommen, denn sie fahren ein Elektroauto. Und Naviera Amas seit letzter Woche nimmt keine Elektroautos mehr auf seinen Fähren mit. Was soll der Unsinn?
ihr unsere Politiker sagt, kauft E-Autos. Die da von der Schiffsverbindung, und es ist nicht die einzige Fährverbindung, auch andere Fähren innerhalb von Europas weigern sich, Elektroautos aus Gefahrengründen, da die Batterien nicht zu löschen sind, auf ihren Schiffen mitzunehmen. Jetzt stehen diese Herrschaften in Spanien mit ihrem E-Auto, müssen irgendwie sehen, dass sie nach Lanzarote kommen, und die Frage stellt sich, wer bringt mein Auto nach Hause? Also, die Welt spielt verrückt. Das war's im Großen und Ganzen, was mir diese Woche alles eingefallen ist. Ja, ich bin immer fleißig am Suchen nach den neuesten Nachrichten. Und eines zum Abschluss, vergesst es nicht, abonniert unseren Kanal. Jede Woche bringe ich immer irgendetwas zusammen, was euch interessieren könnte. Auch Fragen von euch schickt zu uns per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse direktion@maritimplayer.com oder ruft kurz an 0034 928 76 23 65 und gebt eure Fragen Bescheid. Ich werde mich schlau machen, ich werde sie euch nächste Woche beantworten. Und zum Abschluss dieser Woche gehe ich mit euch nochmal durch unser Steakhaus El Rancho und einmal rund um den Pool. Denn ihr sollt sehen, wie weit unser Weihnachtsmarkt gediegen ist. Und zwar in voller Beleuchtung am Samstagabend. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die gute Tasse Kaffee. Genießt Omas Kuchen. Denkt an uns, bleibt unserer Insel treu. Und ich hoffe, wir sehen uns mal hier bei uns im Hotel Maritim Playa. Und wenn es nur auf eine Tasse Kaffee ist, vorbeigucken. Mich gibt's wirklich. Und die vielen, vielen Gäste, die immer mal vorbeischauen, winken, Hallo sagen, machen uns wirklich sehr, sehr glücklich. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Euer Roland, eure Margit und euer gesamtes Team vom Hotel Maritim Playa. Ciao, ciao. Genießt die schöne Winterzeit in Deutschland und die erste Kasse Glühwein zu Hause auf dem Weihnachtsmarkt. Die prostet er uns hier auf den Kanaren zu. Tschüss. Unser Steakhaus. Wir sind in vollem Dekorationsstress. Sichtsterne in Silber und Gold werden aufgehängt. Lichterketten, tausende von Lichtern. Und heute Abend zeige ich euch mal, wie es rund um unseren Pool schon in den Weihnachtshütten leuchtet, funkelt und blitzt. Ja, und wie ich euch versprochen habe, heute Abend ist die Generalprobe für unsere Beleuchtung. Tausende, aber tausende von Lämpchen. Unser Sternenhimmel rund um die Poolbar, am Pool selber. Der Weihnachtsbaum, schön geschmückt. Ja, auch unsere Hausfassade. Von heute ab noch genau eine Woche haben wir Zeit.
Hier ist Ellis Süßigkeitsecke. Waffeln, Krebs, alles, was das süße Herz erfreut. An dem Stand, der von den Kindern am meisten heimgesucht wird. Unsere Bühne, dort wo die Kinderchöre meistens freitags auftreten. Eines, was nie fehlen darf, die Nikolaushütte. Hier jeden Abend, Freitag, Samstag, Sonntag, 19 Uhr. Unser Nikolaus mit immer kleinen Geschenken für unsere jungen Besucher. Und hier ab Dienstag nächste Woche ist unser Kaninchenland. Wo jetzt noch die Gäste essen, es ist nächste Woche Freitag ein Riesenauflauf. Wir warten am ersten Freitag um die 5.000 bis 6.000 Besucher.